Minecraft, aber es ist nur ein Block. Wir stehen nur auf einem Block und um uns drum ist gar nichts. Nun, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was soll man bitte auf einer Map machen, wo es nur einen Block gibt? Eine sehr gute Frage, und zwar, dieser eine Block ist unzerstörbar. Das heißt, du kannst ihn so oft kaputt machen, wie du willst, er geht nicht kaputt. Aber er lässt immer wieder was anderes fallen. Nachdem wir diesen Block ungefähr 100 Mal zerstört haben, kommen auch andere Blöcke dorthin. Bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwann Blöcke aus dem Nether kommen und auch Creeper oder Endermänner. Und irgendwann kommt dann das Endportal unter uns teleportiert. Ja, das wird geschehen. So können wir dann den Enderdrachen besiegen. Aber bis zu dem Zeitpunkt dauert es eine Weile. Unser Ziel ist es, unsere eigene Welt zu gründen durch einen einzigen Block. Können wir das schaffen oder werden wir vorher sterben? Das werden wir in diesem Video erfahren. Abonnieren kostenlos oder du wirst nie wieder Diamanten im Minecraft finden. Leute, ich sehe mir sowas nicht aus. Check doch mal zu der Beschreibung aus, da gibt es bestimmt etwas, was dir gefällt. Die Challenge beginnt in 30 Sekunden und zur selben Zeit lässt du einen Daumen nach oben da. Bist du bereit? 3, 2, 1, go! Ja, so, ja, wir sind auf einem Block und wir wollen jetzt einfach mal, naja, dafür sorgen, dass wir hier irgendwie... Naja, rauskommen will ich zwar nicht sagen, aber wir wollen unsere Insel vergrößern. Aber ganz ehrlich, ich hab's lieber, wenn wir einfach eine größere Insel haben. Und jetzt könnt ihr sehen, ich habe 3 Erde abgebaut. Und jetzt haben wir hier einfach mal ein Stück Holz. Und wir bleiben einfach drauf stehen und zerstören weiterhin. Und ja, wir haben Erde, wir haben Holz. Jetzt können wir sogar die... was? Ein Apfel? Okay, ich sehe nicht. Ein Apfel und ein Setzling. Sogar eine Truhe kann spawnen. Das ist absolut crazy. Aber gut, machen wir weiter. Und dann haben wir mehr Holz, okay. Ich würde sagen, ich mache noch ein bisschen so weiter. Noch ein Dickchen, jetzt spawnt wieder Erde zum Beispiel. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was vergrößern, würde ich sagen, oder? Das wäre doch mal eine gute Idee. Ich werde in diese Richtung Erde machen, würde ich sagen. Dann werde ich hier schon mal meine Tierfarm errichten, weil eine Tierfarm kann man auch machen hier bei dieser Welt. Das ist ziemlich crazy. Dann mache ich das Holz zu normalem Holz. Und ich glaube, ich werde sogar... Warte mal, lass mich kurz mal eine... Genau, das erstellen, eine Werkbank. Ja, okay, ich werde das mal ein paar Blöcke bauen. Obwohl ich ehrlich gesagt eine Axt gerne hätte, dann wird das schneller gehen. Weil das dauert sonst sehr, sehr lange, bis man hier alles abbaut. Oh mein Gott. Ich habe mich gerade so erschreckt, ne? Ich kann es nicht glauben. Du fällst aber nicht von selbst runter, oder? Okay, du bist echt niedlich irgendwie wieder. Wieso guckst du mich so niedlich an? Das ist meine Frage gerade. Okay, oh, das wollte ich nicht. Das war ein Versehen. Ich wollte eigentlich, erstmal, ich wisst ihr was, ich werde die Werkbank hier erstellen. Genau, sollte ein guter Ort sein. Dann werde ich jetzt erstmal, genau die, weil da können ja keine Zombies drauf spawnen, glaube ich, habe ich gelernt, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dann bräuchte ich noch ein paar Zäune für die Schweine. Das ist crazy, ich meine, es ist aus dem Nix gespawnt. Ich hatte ultra unnormal Schiss, dass ich runterfalle. Aber okay, dann lass uns mal einfach mal ein paar Sticks erstellen. Dann können wir, ja, eine Schaufel auf jeden Fall machen. Das ist ganz wichtig. Und eine Axt können wir machen. Genau, das sind so die zwei wichtigsten Sachen momentan, dass wir eine Axt und eine Schaufel haben. Und dann würde ich sagen, ups, hab sie fallen lassen. Dann würde ich sagen, wir bauen einfach mal weiter ab. Eigentlich kann ich hier stehen bleiben, ne? Genau, eigentlich kann ich stehen bleiben. Jetzt geht's auf jeden Fall schneller. Oh, was da denn? Was da denn? Mehr Setzlinge. Okay, warte mal, habe ich, ja, ich habe Erde bekommen. Das heißt, ich werde einfach mal, ich werde das mal hier vergrößern. Perfekt, okay, und vielleicht auf der anderen Seite auch nochmal, aber ich würde gerne einen Zaun hier haben. Dafür brauche ich immer mehr Holz. Okay, das werde ich, ich werde mir gleich mehr Holz holen. Ich meine, ich fühle mich da ein bisschen irritiert, weil das Schwein mich die ganze Zeit anguckt. Ich meine, es checkt einfach nicht, wieso dieser verdammte Block so lange aushält. Es denkt sich so, wann geht dieser Block endlich kaputt? Wann? Okay, wann fällst du endlich runter? Ich habe keine Lust mehr, dich anzuschauen. Oh mein Gott, ich dachte, ein zweites ist gespawnt. Ohne Scheiß, ich dachte, da hat wirklich ein zweites wäre gespawnt. Oh mein Gott, ach, oh. Ich sehe es gerade, und zwar, dieser eine Block, der fällt einfach so... Oh, Wassereimer, perfekt. Okay, was es bedeutet ist... Ich hoffe, das wird funktionieren. Wie machen wir das am besten? Okay, Schwein, du musst jetzt erstmal weggehen. Hallo, weg, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Und zwar, wir schieben ihn dahin. Dann zerstören wir den Block. Oh, der ist nicht runtergefallen, okay. Und jetzt werden wir hier runtergehen und genau hier ein Stück Erde befestigen. Wieso? Weil wenn Sand spawnt oder Gravel spawnt, wie auch immer das auf Deutsch dann heißt, dann fällt es einfach runter. Und so sorgen wir dafür, dass es quasi nicht runterfällt. Okay, und außerdem, andere Items fallen auch nicht runter. Also das ist sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Und jetzt können wir einfach weitermachen und eine Menge Blöcke bekommen. Nun, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal Bäume pflanzen lassen, weil wir brauchen ja was zu essen. Obwohl, das ist mit dem Schwein jetzt nicht das Problem. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie das... was? Was ist passiert? Ich hab, warte mal, ich habe nicht versteckt. Wieso liebt ihr mich, die Truhe? Oh, warte mal. Feuerstein, das heißt, wir können Feuerzeug erstellen. Okay, warte mal, können wir... Oh nein. Was? Upgrade in. Oh mein Gott, wir upgraden.
Wir haben jetzt genug Blöcke erstellt, um quasi abzugraden. Warte mal, ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwie irgendwas ist, was... Okay, ich habe Phase 1 erreicht. The Plains. Enough flowers and trees. Okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es sehr interessant. Ich würde sagen, wir benutzen jetzt mal die Werkbank und werden jetzt ein paar Zäune erstellen, oder? Oder wisst ihr was, ich werde jetzt mal die Gegend vergrößern hier, des Schweins, weil... Es tut mir so leid, okay? So, ich will dir einen Namen geben. Weißt du was, ich nenne dich einfach Rick. So, sieht aus wie ein Rick, okay? Kennt ihr das nicht? Man sollte immer den ersten Namen, nehmen, der einem im Kopf kommt. Und wo man sagt, okay, ja, den könnte ich mir vorstellen. Und du siehst einfach aus wie ein Rick, okay? Du bist wortwörtlich ein Rick. Also gut, dann... Würde ich sagen, wir haben Truhen. Die könnte ich platzieren? Ja, könnte man theoretisch tun. Wir haben so viel Holz, das ist crazy. Was soll ich damit überhaupt machen? Soll ich mir ein Schwert erstellen? Ich glaube, ich werde mir... Ich hab keinen Stein, ne? Okay. Dann werden wir erst ein Holzschwert erstellen. Ich glaube, Steine kommen jetzt aber langsam, aber sicher. Und dann... Oh, genau. Wir können ein paar mehr Planks erstellen. Das wäre eine gute Idee, denn ich würde gerne diese Welt hier einfach mal langsam, aber sicher vergrößern. Damit wir mehr Platz haben. Ich meine, das Schwein macht ja nicht allzu viel. Das kann ja eigentlich da bleiben. Erstmal würde ich sagen, okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ich würde sagen, let's go. So, wir bleiben einfach hier stehen. Ich habe irgendwie echt Angst, dass ein Creeper spawnen wird. Ich hoffe, ich bekomme dafür Eisen. Hallo? Bekomme ich überhaupt? Ja, okay, ich bekomme die Sachen. Ich habe mich schon gewundert. Okay, wieder Holz. Davon haben wir genug, aber dazu sage ich nie nein, weil Holz ist schon sehr wichtig. Das Ding ist, ich bekomme hier auch in dieser Welt auch Hunger. Vorteil ist aber, was ich gelernt habe, wenn wir nicht rennen, bekommen wir auch keinen Hunger. Okay, also... Oh, Melonen. Okay. Oh, die können wir anpflanzen. Also wir können unsere eigene Farm eigentlich bauen. Wir haben ja einen Wassereimer. Den kann ich immer mal... Ich kann eine Menge Sachen reintun, aber ich habe noch genug Platz im Inventar. Aber ja, Wassereimer könnte sehr wichtig sein. Ich brauche natürlich noch einen zweiten für eine unendliche Wasserquelle. Sonst, ja, haben wir ein Problem. Gott, hier ist echt eine Menge Erde. Ich meine, ich kann es verstehen. Oh mein Gott. Es ist so witzig, wenn ich spawn. Oh, es wird dunkel. Habe ich Fackeln? Ich habe Fackeln. Das ist ganz gut, aber reicht das? Reicht das, damit keine Zombies spawnen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe auch zwei Äpfel. Das ist nicht so schlecht. Ich werde erstmal eure Gegend... Oh, das war aus Versehen. Ist nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn hier Blöcke runterfallen, ist es kein großes Drama. Weil, ja, ein Skyblock ist natürlich ein großes Ding, weil... Ja, dann, ne? Da gibt es nur ein Problem, wenn das passiert. Aber das ist kein Problem. So, wir machen das so... Perfekt, dann würde ich sagen, ich mache ein paar Zäune für euch, damit ihr nicht so dumm seid und runterfällt, weil, ganz ehrlich, euch traue ich alles zu. Leider habe ich alle meine Blöcke zu, ja, Eichenholzdingern gemacht, deswegen, das wird ein bisschen nicht so ganz funktionieren. Deswegen, ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal nach dort, oh, ich habe Angst, es zu groß zu machen. Wisst ihr was? Ich mache es da lang, weil hier eine Fackel ist und ich habe Angst, dass Zombies quasi spawnen werden. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier das vergrößern. Und hier werde ich dann so ein Erde platzieren. Einfach nur für so einen Baum, okay? Das wird auf jeden Fall sehr gut sein, weil ich würde gerne mehr Bäume haben, ehrlich gesagt. Okay, dann können wir zum Beispiel hier ein Erde platzieren. Dann können wir jetzt einfach einen Setzling nehmen und das hier ebenfalls platzieren. Das sollte theoretisch so gehen, oder? Das sollte theoretisch so gehen. Ich könnte es natürlich noch ein bisschen breiter machen. Ja, werde ich auch tun. Weil ich gerne, ja, noch einen Baum anpflanzen würde. Na, wir haben keine... Doch, wir haben noch genug. Ich habe so viele davon gemacht, ne? Kein Wunder, dass so wenig Holz habe, ey. Das ist ja echt crazy. Aber gut, dann können wir jetzt erstmal die Erde hierhin machen. Das sollte eine genug große Entfernung sein. Und da können wir das so machen. So, jetzt wachsen Bäume und jetzt haben wir hier... Genau, wir haben hier sogar Melonen. Allerdings für die werden wir... Wie mache ich das denn genau? Ich weiß noch nicht genau. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine weitere Wasserquelle. Das steht fest. Und eine weitere Schaufel auf jeden Fall. Weil meine geht ziemlich schnell kaputt. Das Ding ist, wir können nur eine Holzschaufel oder eine Holzachse stellen. Was so ein bisschen ärgerlich ist, weil ich würde gerne schon Steinsachen haben, weil die länger aushalten. Aber gut, lassen wir erst die Schaufel erstmal zerstört werden. Weil ich bin ganz ehrlich, mich triggert irgendwie, wenn ich in meinem Inventar irgendwie einen Gegenstand habe, der fast kaputt ist, aber nicht ganz kaputt ist. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, aber ich kenne es auf jeden Fall und es triggert mich, deswegen wollen wir das nicht haben. Und wieso beobachtet ihr mich so sehr? Oh mein. Okay. Jedes Mal erschrecke ich mich. Wisst ihr das? Jedes Mal erschrecke ich mich, wenn ihr einfach so spawnt. Hm, wie mache ich das am besten? Ich meine, ja, ich werde das nochmal Holz sammeln. Habe ich genug Holz? Ich habe noch nicht genug Holz. Ich werde mir erstmal genug Holz holen, auf jeden Fall. Und dann werde ich einen Zaun bauen um euch. Das ist richtig. Ich will nämlich, dass ihr einen Zaun habt, damit ihr... Einfach an der sicheren Gegend seid, okay? Schon wieder Apfel, okay? Weizenkörner? Ah, damit... Wieso schaut ihr mich so an? Jetzt weiß ich gar nicht, ob er Rick ist. Gott, ich habe Rick verloren. Das war klar. Vielleicht kriege ich ja ein Namensschild.
Dann können wir dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall nicht vergessen, wer Rick ist. Oh, oh, ein Schaf. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Nun, zum Schluss kommen wir zu einer Phase, wo wir quasi, wo nur noch Gegenstände kommen, die komplett random sind. Am Anfang ist es ja noch so ein bisschen, ihr könnt sehen, mit Plan dahinter. Also jetzt bekommen wir viel Erde, wir bekommen viel Holz, ganz, ganz viel Holz, was ich sehr zu schätzen weiß, ehrlich gesagt. Aber irgendwann kommen wir zu einer Phase, wo alles kommen wird. Einfach komplett random. Jetzt haben wir so einen Huhn. Und ich weiß nicht wieso, ich mag einfach diese Teleport-Sounds, wenn die sich hier daher teleportieren, so. Als würden die für immer in diesem Block leben und als wäre der Block so der ultimative Königsblock oder irgendwie sowas in der Art. Aber gut, holen wir mehr Sachen. Ich würde sagen, ich mache noch kurz weiter. 5, 4, 3, 2, 1 und noch ein Block vielleicht. Ja, noch ein Block. Oh mein Gott, wir haben wieder ein Schwein. Jetzt würde ich sagen, okay, jetzt habt ihr euch wirklich einen Zaun verdient. Ich meine, mich wundert es gerade, dass ihr sowieso nicht überall hier rumläuft. Also, ehrlich gesagt, ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr einfach gehorcht. Wie Sklaven, ihr seid Sklaven. Ha, ja, das ist richtig. Hallo, jetzt, komm schon. Enttäuscht mich nicht, okay? Also, wie ging das nochmal so? Und ich glaube, okay, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal ein paar Sticks erstellen, das weiß ich. Genau, und dann war das, glaube ich, so. Und die Sticks kommen hier hin, oder wie war das? Ne, das ist eine Tür, das ist eine Tür, das dürfen wir nicht verwechseln. Also, eine Tür ist einfacher zu machen. So, dann machen wir das so und so und erstellen mehr Zäune. Nun, die Frage ist, wie groß machen wir das? Tja, ist eine gute Frage. Ich werde erstmal sagen, ich mache so. Genau, und dann will ich da noch ein bisschen mehr Platz haben für euch. Keine Sorge, ihr werdet mehr Platz haben. Also, ich denke auch an euch, okay? Ich denke jeden Tag an euch. Ich denke nur an euch. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Okay, hallo, geh wieder rein. Okay, ist nicht so schlimm. Ich bringe dich mal wieder rein durch die Tür. Ich, oh, hier kommt dann eine Tür hin auf jeden Fall. Genau, genau, genau. Mach das wieder kaputt. Und dann machen wir das so. Ja, aber wie gesagt, ich will halt sicher gehen. Auch wenn es ein bisschen gefährlich ist, weil wenn der Creeper spawnt, ist alles kaputt. Aber damit müssen wir dann rechnen, schätze ich mal. Also, das müsste dann trotzdem in Ordnung sein. So, dann würde ich sagen, wir erstellen noch eine Tür auf jeden Fall. Genau, so gegen der Tür. Und die platzieren wir dann hier, genau. Dann würde ich sagen, weil ich nett bin, aber nur, weil ich heute einen guten Tag habe, okay? Werde ich euch hier mehr Platz machen, damit ihr einfach... Ja, mehr Freiraum habt, vor allem wenn ihr euch paart. Eigentlich sollte ich auch die Schweine alles einteilen. Das wäre natürlich ideal. Fürs Erste kommt ihr aber in einen Käfig. Was natürlich nicht allzu nett von mir ist, aber hey, das wird jetzt getan. Also ja, ich vergrößere das. Ist es groß genug? Ja, ich mache noch eine und noch eine. Und das sollte jetzt genug Platz für euch sein, würde ich sagen. Oder ist es genug Platz? Das ist auf jeden Fall genug Platz. Habe ich noch Zäune? Ich habe keine Zäune mehr. Es sei denn, ich sehe mal wieder nichts. So, Schwein, du gehst rein. Oder brauche ich Karotten, um dich reinzubringen? Willst du Karotten haben? Komm, ich kann dich auch reinschubsen, oder nicht? Ach, du bist echt hartnäckig, ne? Du bist wahnsinnig hartnäckig. So, du gehst rein. Perfekt. Oh, das eine Schwein. Ja, warte, habe ich Karotten? Ich glaube, ich habe keine Karotten, oder? Ich packe aber erstmal so die ganzen Essenssachen und sowas da rein, würde ich sagen. Das sollte... Feuerstein vor allem. Oh, da ist das Schwein wieder. Komm schon, geh raus. So, komm schon. Ja, genau, geht zu deiner Familie. Geht's? Ja, sehr schön. Wow, ich bin so stolz auf dich. Das Ding ist, ich glaube, Tiere fliegen, also werden nicht einfach so runtergehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, dann würde ich sagen, weiter geht's mit der Arbeit. Wieder Erde, Erde, Erde. Ehrlich gesagt, hier kann man so viele Sachen machen. Wir haben neue Setzlinge. Das ist schon mal nicht schlecht. Eigentlich würde ich auch gerne verwenden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch genug. Ja, ich werde es machen. Das Ding ist, ich habe nicht so viel Fackeln. Und ich habe Angst, dass wenn ich die Insel zu groß mache, dass diese eine Fackel nicht an genug Gegenden... Nein. Leute, also, ich sag schon mal eins. Das ist nicht so schlimm hier. Das ist nicht so schlimm hier. Das ist sogar ganz okay. Ich kann nicht glauben, dass es wirklich passiert ist. Warte, ich habe Schaufel behalten. Wieso habe ich eine Schaufel behalten? Ich weiß es nicht wirklich. Aber das ist nicht das Schlimmste der Welt. Weil hier ist es... Ja, wie gesagt, das ist kein Grund, um neu zu starten hier, sage ich mal so. Ja, das ist passiert. Ich war ein bisschen zu überheblich, muss ich sagen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm jetzt, aber damit müssen wir jetzt leben. Zum Glück habe ich ein paar Sachen in die Truhe getan. Das war schon ganz gut so. Das ist das Ding, wenn ich zu viele Gegenstände bekomme, dann weiß ich gar nicht, was ich mit den Gegenständen machen soll. Ich meine, ich habe so viele Gegenstände. Oh mein Gott, schon wieder ein Schwein. Gut, dann können wir dich wieder reinschieben. Ich meine, komm schon, genau, geh da rein. So, perfekt. Wir haben noch keine Karotten bekommen. Was natürlich sehr schade ist, aber wie gesagt, wir haben Erde verloren, aber bekommen hier Millionen Erde dazu. Und, ja, wir sind gerade erst bei Phase 1. Das ist dauert eine Zeit lang, bis wir bei einer anderen Phase sind, weil ich glaube, die nächste Phase kommt erst bei 1000 Blöcken oder so. Und ganz ehrlich, so schnell wie wir gerade meinen, wird es nicht allzu lange dauern. Oh mein Gott, schon wieder eine Kuh.
Was mache ich denn mit euch allen? Ich weiß es wirklich nicht. Das ist wirklich gerade sehr, sehr crazy. Warte mal, habe ich nicht Weizen oder so? Ich habe doch Weizen, oder? Du folgst doch Weizen, oder nicht? So, geh da rein, na los. Genau, perfekt, so. Lass mal kurz sehen. Ja, ich habe Weizenkörner. Folgen sie nicht Weizenkörner? Lass mal sehen. Oder waren das nur Hühner? Das waren nur Hühner, ne? Ach, stimmt. Hühner folgen nur Weizenkörnern. Ich hab den Wassereimer nicht verloren. Ich habe den weggetan vorher. Was eine sehr gute Idee von mir war. Also, da lohne ich mich einfach mal selbst für. So, dann machen wir erstmal weiter. Was ist eigentlich dieses Weiße die ganze Zeit? Tonklumpen. Okay, ich habe mit Ton nie gearbeitet so richtig. Also, vielleicht im Kindergarten mal, aber... Was kann ich aus Tonklumpen machen? Kann ich das vielleicht hier eingeben? Ton? Ton kann ich daraus machen. Und was bringt Ton? Ich meine, Ton ist einfach nur ein Block. Okay. Warte mal. Und daraus kommen dann 4 Tonklumpen raus, ne? Aber wozu ist dann Ton da? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das ist einfach nur ein Block. Ich weiß nicht, ob wir es gebrauchen werden. Aber gut, machen wir weiter. So, wir haben... Wir bekommen echt eine Menge Ton. Ich glaube aber, es ist normal. Das ist Phase 1 und... Wir müssen nicht alle Blöcke benutzen, ehrlich gesagt. Wir können. Aber was ich gerne zu schätzen wissen würde, ist, wenn wir einen zweiten Wassereimer bekommen. Denn ich würde gerne eine ordentliche Wasserquelle machen. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Ein weiteres Schaf. Warte mal, das heißt, ich kann ja schlafen, ne? Wenn ich euch töten würde, könnte ich schlafen. Keine Sorge, ich werde euch natürlich vorher noch paaren. Das Ding ist, ja, ich werde es auf jeden Fall noch machen. Und zwar kann man ja dann von der Seite aus ganz viele verschiedene Zäune und sowas machen für alle verschiedenen Tiere. Mein Tiermanagement ist wirklich nicht das Beste. Aber es sollte okay sein. Mehr Äpfel, mehr Birken. Das ist eine gute Sache. Was genau tue ich jetzt? Und zwar, ich will erstmal das hier machen. Und dann will ich erstmal mehr davon machen. Perfekt, okay. Ist natürlich jetzt eine andere Farbe, was nicht allzu geil ist, aber... Ist okay, würde ich sagen. Gott, ich brauche mehr Kohle. Wann bekomme ich Kohle? Ich werde Sachen aus Höhlen bekomme ich erst später. Auch Diamanten können natürlich da rauskommen. Auch Neverite und alles Mögliche. Das ist alles möglich. Und ja, ich sollte diesmal geduckt hier gehen, weil wenn ich das nicht tue, dann... Ja, das irgendwie triggert mich das, oder? Euch auch? Mich triggert das irgendwie sehr. Ich kann das nicht machen. Also, ich will irgendwie, dass der Boden dieselbe Farbe hat. Es sei denn, ja, ich baue dann eine andere, komplett eine andere Stelle. Dann wäre das okay, aber nee, das kann ich nicht antun. Das kann ich mir und euch nicht antun, das geht nicht. So, dann machen wir weiter. Let's go, let's go, let's go. Was bekommen wir? Wir bekommen Holz. Eine Menge davon. Das ist sehr nice auf jeden Fall. Nur, ich meine, nicht Holz, ich meine Erde. Vor allem, ich kann nicht mal sehen, wie ich die Erde aufhebe. Das ist echt merkwürdig, aber ich hebe sie auf jeden Fall auf. Okay, ein zweites Schaf. Warte mal, Schafe folgen nochmal was? Schweine waren Karotten, Schafe waren... Ihr wart nicht Weizen, oder? Ihr wart dasselbe wie Kühe, oder? Oder? Kann ich euch füttern? Ah, da haben wir dich, ja. Das Huhn kommt natürlich zu mir. Ich glaube, Schafe und Kühe standen auf dasselbe. Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Nicht hundertprozentig sicher. So, die Bäume wachsen gerade nicht. Ich hoffe, das wird sich in naher Zukunft ändern. Aber gut, machen wir weiter. Ich habe so viel Erde, das ist crazy. Ehrlich gesagt, ich bin aber dankbar dafür, dass ich viel Erde habe. Aber ehrlich gesagt, ich hätte gerne mehr Holz. So, jetzt bekomme ich natürlich mehr Holz und lass uns einfach mal, ja, mehr Schaufel erstellen. Eigentlich kann ich, ja, ich behalte eine Schaufel, weil ganz ehrlich, ich will gerne zu der nächsten Phase kommen. Oh, ist meine Axt, nee, meine Axt ist nicht kaputt, glücklicherweise. Oh mein Gott. Oh, ein weiteres Hühnchen, das ist sehr schön. Das ist sehr schön, geht da rein. Hallo, geht da rein. Genau, genau, genau. Ich meine, ihr macht einen guten Job. Ich überlege gerade. Ich überlege gerade etwas ganz Starkes. Und ich glaube, ich mach's sogar. Ich würde sagen, ich baue erstmal das hier ab. Und dann sollten die ganzen Gegenstände hier rauskommen. Perfekt. Ich glaube... Okay, zieht euch mal rein. Ich werde den Zaun hier so rumbauen. Da muss ich den nicht mal reinschubsen. Ich denke, das könnte... Na, warte mal, wenn Creeper dann spawnt, dann haben wir auch ein Problem, ne? Okay. Ja, gut, da werde ich es so lassen und hoffen einfach mal, dass nichts schief geht, okay? Wir wissen alle, dass etwas schief gehen könnte, aber ich hoffe einfach mal, dass nichts schief gehen wird, ehrlich gesagt. Also, machen wir erstmal weiter mit dem Abbauen. Wieder Ton. Also, es dauert auf jeden Fall eine Zeit lang, bis wir in die nächste Phase kommen, aber... Hey, das ist ganz gut, weil dann können wir in der Zeit erstmal ein paar Sachen hier aufbauen und so weiter und so fort. Genau, dieses Holz brauche ich. Genau, dieses Holz. Bitte mehr von diesem Holz. Weil, wenn ich das Holz bekomme, dann... Bin ich happy, happy, happy. Okay, das war sehr viel. Haben wir 9 Stück. Okay, das ist ziemlich viel. Dann können wir eine Menge Slabs erstellen. Das ist der Vorteil auf jeden Fall. Oh, perfekt. Yeah, let's go. Okay, sehr schön. So, dann können wir das hier zerstören. Ich meine, theoretisch geben uns die Bäume ja noch mehr Holz. Und das richtige Holz. Das ist also perfekt. Und was können wir noch bekommen? Mehr Saplings können wir bekommen. Ja, es ist nicht so wichtig wie bei
quasi Skyblock, dass wir gute Sachen bekommen aus dem Baum. Aber ja, ich nehme trotzdem die geilen Sachen, vor allem wenn wir Äpfel oder sowas bekommen. Dazu sage ich auf jeden Fall nicht nein. Ja, wie weit will ich denn überhaupt bauen hier? Ich meine, ich würde gerne noch... genau, die Setzlinge. Ah, ich habe hier einen Birkensetzling bekommen. Okay, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Erde habe ich auch eine Menge hier. Perfekt. Wie viel Entfernung? 1, 2, 3. Ich glaube, das sollte reichen, oder? 3 Entfernungen sollte... Ja, ich glaube, es braucht nochmal 2 Platz. Ich glaube, das sollte reichen. So, packen wir einen Birkensetzling hier hin. Das packen wir hier hin. Das packen wir hier hin. Die Blätter werden runterfallen auf jeden Fall. Das ist eine gute Neuigkeit. Und dann würde ich sagen... Ach, ich habe jetzt sehr viele... Okay, warte mal. Habe jetzt sehr viel davon erstellt. Ich würde sagen, ich werde erstmal ein paar mehr davon machen. Also habe ich keine Sticks, ne? Oh Gott, okay. Dann werden wir erstmal... Erstmal werde ich ein paar Sticks erstellen, genau. Perfekt. Und dann würde ich sagen, hier werde ich ein paar machen. Ich will nämlich noch mehr Zäune haben. Zäune sind irgendwie... Ich weiß nicht wieso. Irgendwie halte ich Zäune gerade für wichtig, okay? Ich weiß, ich frage mich nicht wieso. Ich kann es wirklich nicht sagen. Jetzt habe ich hier aus Versehen hier einen Zaun platziert. Das war nicht richtig. Aber gut, dann würde ich sagen, ich habe eine sehr gute Idee. Und zwar, genau, ich habe eine Idee. Und zwar, hier kommt eine Tür hin. Das wird dann der Zugang für die Kühe sein. Für die Kühe. Pass auf, dass ich euch nicht wegschubse. Geh weg. Danke, danke, danke. So, genau, dann geht's... warte. Mann, ihr nervt alle, okay? So, dann machen wir das hier weg. Dann kommen hier die Schafe rein. Und hier kommt eine Tür für Hühner rein. Das sollte eine gute Idee sein. Was haben wir noch? Schweine haben wir noch, ne? Wie machen wir das mit den Schweinen? Wohin kommen die Schweine? Hat jemand einen Vorschlag von euch? Nein? Okay. Okay, dann eben nicht. Genau, Türen will ich noch erstellen. Oder ich habe eine Idee, ich habe eine sehr gute Idee. Wir vergrößern das erstmal. Wir werden das immer vergrößern hier. Genau, der Ort für... Das war für Kühe, ne? Das spielt eigentlich auch keine Rolle, für wen das jetzt genau ist. Aber ja, ich will natürlich, dass die Tiere aufgeteilt sind, damit, wenn wir sie vermehren, dass wir quasi immer gut dabei sind auf jeden Fall. Das sollte ganz gut sein. Zum Glück habe ich halt so viel Erde bekommen, ne? Das ist halt echt Jackpot. Mich wundert es auch, dass keine Tiere, keine Monster bis jetzt gespawnt sind. Aber ja, diese eine Fackel hilft uns tatsächlich sehr, muss ich sagen. So vergrößern wir es noch einmal. Das sollte reichen für die Kühe. Das ist genug Platz, würde ich sagen. Gehen wir rüber. Leider habe ich kaum Erde mehr. Also so viel Erde habe ich doch nicht gehabt, wie ich dachte. So, vergrößern wir das hier. Perfekt. So. Dann, ja. Ich denke an euch, okay? Ich denke an euch sehr stark. Hallo, geh zur Seite. Du darfst nicht rauskommen, okay? So, dann hätten wir das gemacht. Perfekt. Dann bräuchte ich auch mehr Zäune noch mehr. Das heißt, brauchen wir mehr Holz. Ich hoffe einfach mal, dass die Bäume alle wachsen werden. Und machen wir weiter. Mal schauen, was jetzt noch alles so spawnen wird. Leder. Was kann ich mit Leder erstellen? Ich meine... Leder. Damit kann ich bestimmt einige Sachen erstellen. Leder. Ich meine, ich kann damit Bücher erstellen, glaube ich. Aber irgendwas, genau, Lederrüstung gab es auch, glaube ich, ne? Aber Lederrüstung ist sowas, das macht keiner so wirklich, weil Lederrüstung ist halt, ja, keine Ahnung. Lederrüstung ist einfach, macht niemand irgendwie. Ich glaube, diese Rüstung ist einfach so schlecht, dass, ja, sie einfach niemand macht. Ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass momentan noch keiner spawnt. Ich hoffe, bevor Creeper oder sowas spawnen, bekomme ich Eisen. Weil wenn ich kein Eisen vorher bekomme, dann haben wir die A-Karte auf jeden Fall. Okay, machen wir weiter. Mehr Holz. Sehr, sehr schön. Okay, was soll ich... Genau, Zäune wollte ich mit Holz erstellen. Ist aber das... Oh, schon wieder dieses Liebesdings da, Bums da. Was zum Teufel? Ich meine, irgendwie weiß ich es zu schätzen. Ich finde es irgendwie niedlich. Ich könnte... Wisst ihr was? Habe ich mehr Setzlinge? Ich habe einen Setzling mehr, ne? Theoretisch kann ich. Mache ich daraus mal normales Holz. Ich meine, Erde muss ich ja haben, genau. So. Dann kann ich das hier... Oh, warte kurz. Oh, okay, das ist kein Problem, alles gut, weil ich dachte mir gerade so, okay, wir haben jetzt ein Stück Erde hier, wisst ihr was? Ich platziere das Erde mal hier hin. Wisst ihr wieso? Weil diese eine Erde wird dafür sorgen, dass die ganze andere Erde jetzt auch Grünzeug abbekommen wird. Das wird sehr wichtig sein. Und diese, ich check das nicht mit dem, was? Benevolent Gift, okay. Keine Ahnung, was es nochmal heißt, Benevolent, aber, ja, Upgrade. Heißt es ein Creeper? Bitte sag mir nicht, dass ein Creeper spawnen wird. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich. Oh mein Gott, was tut ihr hier alle? Ihr seid alle rausgelaufen. Ihr habt es ernsthaft getan. Ja, ich wusste, dass ich jetzt Zäune erstellen sollen. Oh mein Gott. Was ist passiert? Und was für ein Upgrade bekomme ich? Oh mein Gott, der Underground. May a monster roam through the dark hellows. Oh nein, jetzt können Monster spawnen. Ihr nervt. Wisst ihr was? Ihr nervt sehr, sehr stark. Und ich will nicht, dass ihr nervt. Okay, könnt ihr aufhören zu nerven? Das ist nämlich sehr nervig, wenn ihr nervt, würde ich nur kurz sagen. Ja, lasst uns mal ein paar mehr Sticks erstellen. Und dann brauchen wir ein paar mehr Zäune auf jeden Fall.
So, das sollte okay sein. Teilen wir das ein und wir haben 18 Stück. Ah, okay, geht da rein, geht da rein. Wenn ein paar draußen sind, ist es okay. Davor hat, ich hätte aber dann denken müssen, so, machen wir das zu hier. Das geht so nicht, das geht einfach so nicht, okay. Ihr könnt nicht einfach die ganze Zeit versuchen, hier rauszukommen. Hier auch, alles zu machen. Hier, geht wieder rein, hallo. Schwein! Ich mache keine Späße, okay. Ich bin ein ernster YouTuber, also komm schon, geh rein. Oh mein Gott, die folgen mir alle. Die wollen alle zum Schaf gehen. Okay, wisst ihr was? Ihr könnt gerne hier bleiben, solange ihr nicht mehr werdet, ist alles in Ordnung. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Weil jetzt können halt auch Monster spawnen. Hm, das heißt, wenn Creeper spawnt, bin ich ja dran. Dann sollte ich vielleicht nicht allzu nah an den ganzen Blöcken stehen. Oder ich sollte meine Sachen sichern. Das wäre sogar eine ganz gute Idee, wenn ich sie sichern würde. Deswegen würde ich sagen, ich werde jetzt einfach mal hierhin eine Stelle bauen, wo ich quasi ja, Truhen und sowas haben werde. Das wäre auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt Steine sogar bekommen können, weil das bedeutet, wir können eine Steinspitzhacke oder eine Steinachse stellen oder wie sowas in der Art. Das wird auf jeden Fall sehr geil sein. Hm, wie mache ich das denn? Ich mache noch einen weiter. Genau, und jetzt werde ich immer mal hier ein paar Truhen. Hä? Okay, das ist gerade merkwürdig. Ich kann die Truhen irgendwie nicht kombinieren. Was echt sehr merkwürdig ist. Vielleicht, weil das, ja, so ein Gif, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Aber gut, packen wir erstmal alles rein hier. Ist natürlich nicht allzu ordentlich. Warte, habe ich Hunger? Ich habe noch keinen Hunger bekommen. Was für ein Spielmodus ist das eigentlich hier? Einfach ist das hier. Das kann man natürlich umstellen. Ich lasse es einfach so, wie es sein soll. Weil es spielt eigentlich keine Rolle, ob es schwer oder einfach ist. Weil im Endeffekt, wenn ein Creeper spawnt, spawnt er genau vor mir. Also spielt es wirklich keine Rolle. Genau, dann würde ich sagen, wir holen kurz mal Sticks und Holz. Das können wir immer behalten in unserem Inventar, theoretisch. Ja, das müssen wir eigentlich nicht hier lassen. Genauso wie das hier. Genau, Kohle würde mich sehr freuen, muss ich sagen. Weil dann könnte ich Fackeln bekommen. Oh, Leute, ihr, das ist echt. Ich bin kurz davor, euch zu töten. Soll ich euch töten? Ich habe zwei Schweine dort. Ich kann euch einfach töten, okay? Ich kann euch einfach töten. Ihr wollt es so. Nein, ihr wolltet es so, okay? Ihr wolltet es ganz genau so, okay? Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Ihr habt mich genervt, okay? Du hast sogar dafür gesorgt, dass ich meinen Baum zerstört habe. Oh, meine Axt ist kaputt. Dann schlage ich dich halt eben mit der Schaufel. Nee, kleiner Spaß, das tue ich nicht. Ja, dann lass mich kurz mal das hier erstellen. Und wir können gleich noch eine, ja, Spitzhacke erstellen. Das wäre auch eine gute Idee. So, komm, nee, du musst sterben. Du warst unartig. Genau, warte, haben wir zwei Kühe? Nein, du darfst leben. Wir haben keine zwei Kühe. Okay, deswegen darfst du gerne am Leben bleiben. So, dann packen wir das hier hin und dann würde ich sagen, let's go. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst natürlich, dass Monster spawnen werden. Ich hoffe, das wird nicht der Fall sein, aber ja, bleiben wir aber vorsichtig. Sobald ein Creeper oder sowas spawnt, werde ich einfach sofort wegrennen. Beziehungsweise, sobald irgendwas spawnt, werde ich einfach sofort wegrennen. Das wäre, glaube ich, eine deutlich bessere Idee. Kohle! Sehr schön. Warte. Jetzt können wir. Oh, warte. Eigentlich kann ich dich jetzt. Geh rein, geh rein. Na los. Geh rein, komm schon. Ich will dich nicht töten, okay? Genau, geh rein. Perfekt. So, wer ist hier noch draußen? Hä? Wer will noch okay, keiner. Sehr gut. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Und zwar, ich werde einfach mal hier eine Gate bauen, wo ich hinrennen werde, wenn der Creeper explodiert. Ich brauche so eine Gate. Theoretisch können wir auch unser eigenes Haus bauen. Das würde auch gehen, theoretisch. Aber, wie gesagt, wir wollen vorsichtig sein. Wohin würde ich? Ich würde eher hier hinrennen, ne? Weil da sind ja die ganzen Truhen. Deswegen daran renne ich nicht allzu eine allzu schlaue Idee. So, dann lass uns erstmal ein paar wichtige Sachen erstellen. Wir können, genau, wir nehmen alle Sticks. Wir nehmen alle Sticks. Drei, genau, perfekt. Jetzt nehmen wir erstmal eine Steinspitzhacke. Gott sei Dank haben wir eine, ey. Dann nehmen wir noch eine Schaufel. Und das sollte fürs Erste sehr gut sein. So, dann packen wir das hier hin. Schaufel kommt hier hin. Perfekt. Und let's go. So. Und hier werden wir jetzt eine Menge. Eisen. Oh mein Gott. Alter, warte mal. Das heißt, ich kann ja sogar gleich. Wenn ich nochmal ein Eisen. Oh mein Gott, das geht schnell. Let's go. Alter. Wie schnell das geht. Das ist befriedigend. Das ist unnormal befriedigend. Let's go. Warte, wir noch ein Eisen und ich kann. Oh, ein Ofen. Ich kann einen Ofen erstellen. Ich warte noch bis ein Eisen. Oh mein. Hä? Du bist aus dem. Bist du nicht aus dem. Von wo kommst du? Eine Pilzkuh. Was zum Teufel? Okay, geh da rein. Ich bin ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Da muss ich sogar meinen Kopf kurz kratzen, weil ich das irgendwie nicht verstehe. Von wo kamst du nochmal? Du bist aus einer Pilzgegend oder von wo? Von wo warst du nochmal? Wisst ihr was? Ich hab eine Idee. Ich werde erstmal einen Ofen erstellen. Das ist nämlich so oder so sehr wichtig, dass wir einen Ofen haben. Würde ich stark behaupten. Und wir haben Kohle, genau, perfekt. So, dann können wir den Ofen hier platzieren. Und dann können wir jetzt erstmal, würde ich sagen, das hier. Oder? Wisst ihr was? Eine Kohle nehme ich.
Oh, ein cooler wurde. Ja, lassen wir es einfach dort, ist okay. Lassen wir es erstmal dort. So, dann lass uns mehr abbauen. Komm, schon gib mir mal Eisen. Oh, das ist super viel, wie schnell das geht, ne? Ich liebe es absolut. Let's go, let's go, let's go. Zieh das mal rein, wie schnell das geht. Bam, bam, bam. Also so erreichen wir Phase 3. Einfach mega, mega schnell. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, es können halt auch Monster hier spawnen. Davon habe ich nicht allzu sehr Lust, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh mein Gott, schon wieder so eine. Was ist die überhaupt? Ist die dasselbe wie normale Kühe? Worin soll ich euch tun? Soll ich euch mit den normalen Kühen einteilen? Was ist an euch anders? Ich hab nie mit euch irgendwas gemacht, ehrlich gesagt, okay? Also, ich muss sagen, immer dieses Spielmodus dadurch, da hat einfach so viel dazu mehr Leder. Okay, Leder, ich meine, warte, Leder. Ich meine, ganz ehrlich, doch, das könnte wichtig sein, weil wenn wir einen Verzauberungstisch machen würden, was wir theoretisch tun können, wieso auch nicht, dann würde Leder sehr, sehr wichtig sein sogar. Ich glaube, ich würde gerne gleich eine Fackel erstellen und ein paar Sachen ausleuchten. Lass mich ja kurz mal Fackel erstellen. Ich würde nämlich, ups, das ist das Falsche. So, nehmen wir das hier. Und ein paar Sachen einfach auszuleuchten, zum Beispiel hier. Einfach nur, damit, ja, damit wir sicher gehen, dass nicht zu viele Monster spawnen. Sagen wir mal so, hier ist es auch sehr, sehr dunkel, ne? Das ist halt das Ding, wo noch? Wo können wir es noch platzieren? Hier noch mal in der Ecke vielleicht? Wieso nicht? Genau, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. So, machen wir weiter. Kommt schon ein Eisen noch. Eisen war echt Glück, dass ich es bekommen habe. Oh mein! Okay, okay, jetzt geht's los. Okay, das ist zwar kein Creeper. Du hast... Alter! Wieso hast du ein... Wieso hat das die Kopfrüstung an? Das verstehe ich doch nicht. Okay, ich bin halt echt verwirrt. Ist aber okay. So, machen wir weiter mit dem Holz hier. Let's go, let's go, let's go. Genau. Stein abbauen. Stein wird auch wichtig sein. Ich überlege gerade, was können wir noch machen? Ich meine, wir können da noch mehr Zäune alles machen. Wir haben jetzt auch mehr Holz. Ansonsten bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher, was wir noch alles machen können. Ich meine, wir können so viel machen. Oh mein Gott. Ah, schon wieder ein Zombie. Und bam. Und noch ein Schlag. Bam. Oh. Oh. Oh, okay. Warte mal, das bedeutet, wir können eine Eisenspitzhacke machen. Bald habe ich meine Rüstung. Genau, oder ein Schild. Ich könnte auch ein Schild erstellen für einen Creeper. Wäre das nicht der bessere Idee sogar? Ich glaube, das wäre eine schlauere Idee. Aber ich bin... Ja, ich glaube ganz ehrlich, wenn wir an unser Überleben denken, denke ich, das wäre eine schlauere Idee, ein Schild zu erstellen. Weil wenn ein Creeper explodiert, Schilde sind immer das, was mich am meisten davor geschützt hat. Deswegen, ja, werde ich erstmal ein Schild bevorzugen vor einer Eisenspitzhacke. Also wir haben anscheinend noch ein bisschen Zeit. Jetzt können wir eine Eisenspitzhacke erstellen. Perfekt. Okay, es ist halt sehr selten, dass Eisen überhaupt spawnt, aber es spawnt immerhin, okay? Deswegen will ich mich da nicht beschweren. So, Erde. Perfekt. Oh, mehr Eisen wieder. Jetzt können wir eine Schaufel erstellen auch noch. Und hier bekommen wir mehr Kohle. Federn, Federn, Federn. Ich meine, dadurch können wir Pfeile erstellen. Das würde theoretisch gehen. Was können wir noch erstellen damit? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall ein paar Sachen können wir damit erstellen. Mit Federn. Okay, das ist gerade... Bist du runtergesprungen? Warte mal, ihr fällt. Okay. Die haben nicht lange gelebt, auf jeden Fall. Weil das ist hier ein endlich langer Fall. Okay, man kann das nicht überleben. Um einen rum ist nix, wie ihr sehen könnt. Hier ist einfach nix. Also, ja, einfach absolut gar nichts. Also, solange hier die Sonne scheint und alles, können wir leben. Weil ohne Sonne wären wir tot, theoretisch. Und solange es Tiere hier gibt und alles... Ich meine, wir können ja easy peasy überleben, okay? Hey, hey, vielleicht können wir irgendwann aus den Gegenständen ein Labor erstellen, wodurch ich sogar Klone oder sowas erstellen kann. Das wäre auf jeden Fall doch ganz witzig. Aber gut, machen wir weiter. Mehr Erde. Ja, manchmal spawnt schon wieder. Ja, wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Wir sind einfach alle tot. Alle, ihr seid alle tot. Ich hätte euch töten können vorher. Ich bin, ganz ehrlich, ich könnte hier auch so einen kleinen Zaun rumbauen. Wird es aber irgendwas bringen? Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringen wird, aber nee, ich lasse es einfach scheiß drauf. Wir sind nur Kaninchen, okay? Ich meine, mir tut es zwar leid, aber sie wissen halt nicht wirklich, was sie da tun. Und ich kann ihnen auch keine Intelligenz geben. Das ist halt das Ding. Ich meine, die sind halt dämlich und ich springe einfach runter. Ich meine, was würdest du tun? Würdest du auf der Insel einfach spawnen und wüsstest nicht, wo du bist? Dann würdest du einfach abhauen. Du würdest dir denken, hey, das ist ein Mensch. Der hat eine verdammte Axt in der Hand. Der will mich töten. Ja, das ist irgendwie so eine andere Chest. Variety Chest. Ich glaube, wir können die Chest nicht zu einer großen Chest machen, weil es eine Variety Chest ist. Das ist eine andere Art von Chest. Oh mein Gott, schon wieder dumm. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Was lässt du diesmal fallen? Oh, ich tue dir den Gefallen. Du hättest dich selbst ermordet, okay? Das heißt, ich tue dir den Gefallen und mach schneller für dich. Das ist richtig. Also, warte ganz kurz. Ich würde gerne mehr Eisen hier reintun. Wir haben 3 Eisen, das ist perfekt. Dann würde ich sagen... Warte, ich habe irgendwas gehört, habe ich das Gefühl gehabt. Ich glaube, das waren nur die Tiere, oder?
Ich glaube ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen das. Was will ich machen? Ah ja, genau. Wir müssen das mal Sticks machen. Haben wir Sticks hier? Wir haben keine Sticks. Wir machen erstmal das hier. Daraus machen wir Sticks. Perfekt. Und dann werde ich jetzt erstmal eine Eisen ist hier. Ich habe schon wieder so viele Gegenstände in meinem Inventar. Und dann können wir jetzt weiterbauen. Perfekt. Und da ist noch mehr Eisen. Jetzt kommt auf jeden Fall mehr Eisen. Habe ich zumindest das Gefühl. Als nächstes würde ich gerne eine Eisenaxt haben. Obwohl Rüstung ja auch sehr wichtig wäre, ne? Stimmt, Rüstung wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wisst ihr was? Ich werde einfach alle Steine, alle Formen von Steinen in diese Box hier tun. Ja, das ist Kies. Meinetwegen werde ich da auch Eisenerz rein tun. Da packe ich auch Granit rein. Und, ja, das sollte in Ordnung sein auf jeden Fall. Machen wir weiter. Oh mein Gott! Das ist geschehen. Das ist geschehen. Okay, eine verdammte Spinne ist gespawnt. Oh Gott, ich meine, ich warte nur drauf, bis Endermänner spawnen. Ich brauche Rüstung, ich brauche auf jeden Fall Rüstung. Gib mir Rüstung. Oh, ich hab ein Schild, das ist gut. Oh, warte, ich habe Hunger. Ich habe gerade Hunger. Okay, das bedeutet, ich werde mir auf jeden Fall Fleisch, ja. Das ist wichtig, wisst ihr was? Ich werde sogar noch einen Ofen erstellen. Weil darum, ich habe immer sehr gerne zwei Öfen, muss ich sagen. Und da werde ich die Hälfte einfach mal rausnehmen. Und dann packe ich da mehr Eisen rein. Das eine ist für Eisen, das andere ist für andere Sachen. Schon wieder ein Kaninchen, was zum Teufel? Das ist echt sehr verwirrend mit den Kaninchen. Ich bin halt sehr, sehr dankbar dafür, dass wir wortwörtlich hier eine kurze Zeit haben, um zu reagieren überhaupt. Und uns die Zombies nicht sofort attackieren. Oh mein, nein. Okay. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein Gott, es ist explodiert. Gott sei Dank ist er nicht explodiert. Ich meine, diese Taktik ist schon sehr gut, aber das ist mir aufgefallen. Oh mein Gott, schon wieder. Oh, Kohle, perfekt. Perfekt. Und wie kommt ihr jetzt an Federn? Federn ist so ein. Das ist so ein komisches. So ein komisches Item, das packe ich mal da rein. So nehme ich das hier, dann würde ich sagen. Ja, genau, brauchen wir Essen. Ich habe Essen dort mitgenommen, oder? Habe ich das Essen dort mitgenommen? Wo ist Essen? Hallo Essen? Ach, hier ist Essen, okay. Ja, ich habe zu viele Gegenstände im Inventar. Das steht auf jeden Fall fest. So, wir essen das erstmal, damit wir uns vollheilen werden. Dann würde ich sagen, wir werden als nächstes auf jeden Fall mehr Slabs erstellen. Weil, ihr habt gesehen, bei dem Creeper brauchen wir sehr, sehr viel Platz. Das ist das Ding. Deswegen würde ich sagen, wir machen das so und werden das jetzt erstmal hier deutlich größer machen, auf jeden Fall. Perfekt, damit wir halt genug Platz haben, um auch abzuhauen vom Creeper. Weil, ja, ich habe Angst gehabt, dass ich hinten keinen Platz mehr habe und das war zu gefährlich. So, Creeper sind eine der einzigen Sachen, die mir wirklich Angst machen. Endermänner natürlich auch. Aber Endermänner, ja gut, Endermänner sind, finde ich, schon stärker als Creeper. Aber die explodieren halt immerhin nicht. Das ist halt ein Vorteil, ne? Also ja, dann machen wir weiter, würde ich sagen. So, wir sind halt in dieser Stage. Das heißt, es kommen halt sehr viele Steine und alles. Wo kommt auch Holz hier? Ich weiß gerade nicht, ob noch Holz kommt. Ja, Holz kommt noch. Okay, das ist eine gute Neuigkeit auf jeden Fall. Also es kommen auch alle Stages von den letzten Stages. Nur nicht von den nächsten Oh nein, 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 nein. Ich bin... Also ehrlich gesagt, das ist... Nicht so schlimm, wie erwartet. Ehrlich gesagt, das ist okay. Ich meine, das war... Ich bin hochgeflogen, aber... Ich bin ein bisschen verwirrt. Wieso bin ich nicht gestorben? Ich hab mich irgendwie verdrückt. Hallo? Was willst du? Was hast du vor, hä? Was ist dein Plan, hä? Erzähl mir, was dein Plan ist. Okay, lass uns mal kurz heilen. Das war jetzt gerade sehr crazy, auf jeden Fall, was da geschehen ist. Das war echt sehr merkwürdig, auf jeden Fall. So, dann lass uns einfach mal Eisen. Wir haben zwei Eisen. Das heißt, wir könnten theoretisch... Na, eine Eisenachse können wir noch nicht machen. Ich mache es mal weiter, würde ich sagen. Das ist okay. Ist für die ersten Moment in Ordnung. Wir sollten die Sachen alle sammeln, damit ich dann wirklich machen kann, was ich gerne möchte. Einfach, ja, ich werde gleich das ganze Holz an der Stelle tun, dann eine Kiste für Stein machen und alles. Ja, ich mache das jetzt schon. Das ist eine ganz gute Idee eigentlich. Oh, hier habe ich alles getan. Da packe ich hier alle Arten von Holz hin. Ich meine, das ist ja auch theoretisch Holz. Hier Variety Chest, genau. Underground Chest. Ja, ja, genau. Das sind halt die Chests. Die kann man irgendwie nicht kombinieren. Das ist das Problem. Dann kommt hier jede Art so von Stein rein. Ja, meinetwegen Kies auch. Erde kommt dann meinetwegen hier rein. Die Federn packe ich dann hier rein. Hier kommen random Items rein. Einfach alles mögliche. Ich bin nicht mehr best im Sortieren. Theoretisch klappt das nie mit dem Sortieren. Ich versuche es aber so ein bisschen zu sortieren irgendwie. So Sachen Feuerstein. Oh, wir könnten Feuerzeug erstellen.
Wir haben aber noch kein Obsidian, also wird mir das eh nichts bringen, zum Nether zu gehen, weil... Wie soll der Nether aussehen? Ich habe keine Ahnung, wie der Nether aussieht. Ich meine, ich habe natürlich ein bisschen informiert, so, wie funktioniert das Spiel und alles, was ich meine... Ich hätte mir die Map wahrscheinlich nicht runtergeladen, wüsste ich nicht, dass dieser eine Block unendlich ist. Ich wollte dann wieder weg sein, ey. Ich war kurz wieder davor, wegzurennen. Warte mal, Kaninchen können über Zäune springen? Oder ist er... Ach, der ist über Holz gesprungen, ne? Ich sehe schon, ich sehe dich, Kaninchen. Mehr Eisen. Okay, wir bekommen nicht allzu viel Eisen. Das ist leider blöd. Oh, noch eine Truhe. Diese Truhen sind schon ziemlich geil. Aber ich finde ein bisschen nutzlos, weil ich die eh nicht kombinieren kann zu einer großen Truhe. Also ja. So, mehr Eisen. Sehr schön. Okay, ich höre jetzt auf zu buddeln, wenn der nächste Zombie kommt, wollte ich gerade sagen. Zwei. Wow. Okay. Okay, zwei dieses Mal. Ich sehe dich. Ja, die Challenge wird auf jeden Fall... Es wird auf jeden Fall mal schwerer, was aber nicht das größte Problem ist, weil wir haben von allem eigentlich genug. So, dann würde ich sagen, werden wir erstmal eine bessere Axt erstellen. Ja, Axt ist immer ganz gut, würde ich sagen. Wir haben jetzt eine Spitzhacke, eine Axt, dann noch eine Eisenschaufel. Da würde ich sagen, wir konzentrieren uns langsam, aber sicher auf eine Rüstung. Momentan ist es nicht allzu wichtig, muss ich sagen. Aber je mehr Eisen ich bekomme, desto happier bin ich auf jeden Fall. Gut, das geht echt schnell, ne? Crazy, also mit der Diamantspitzhacke wird es wahrscheinlich doch schneller gehen. Ich meine, das Gute ist, wir müssen halt eine bestimmte Anzahl an Blöcken immer wieder meinen, um quasi zur nächsten Stufe zu kommen. Und das geht natürlich dann viel schneller. Oh mein Gott, also ja, man hat eigentlich kaum Zeit zu reagieren. Das ist halt crazy. Bitte zerstöre nicht meine Bäume. Oh nein, ich habe keinen Platz mehr. Du bist sowas von nervig. Du bist sehr, sehr nervig. Weißt du das eigentlich? Weißt du das eigentlich, wie nervig du bist? Okay. Ah, ich Creeper, wirklich, die machen es einem nicht einfach, ne? Die machen es einem einfach nicht einfach. Aber ganz ehrlich, irgendwie aus irgendeinem Grund, die Explosionen sind nicht so schlimm. Ich frage mich nicht, wieso die nicht so schlimm sind. Aber irgendwie komme ich darauf gut klar. Oh, das, genau, der Baum bewegt sich auch nur so. Was zum Teufel? So, okay. Hä? Habe ich nicht mehr Bäume platziert? Ich bin halt verwirrt. Platzieren wir das hier. Lassen wir immer drei Platz. Habe ich nicht mehr Bäume platziert? Ich bin halt sehr verwirrt irgendwie. Und dann hier noch. Habe ich Setzlinge? Ja. So, dann machen wir das hier. Da können wir das Holz hier ebenfalls abbauen. Ja, ich würde gerne auch mehr Holz bekommen durch Bäume. Wie im normalen Spiel auch logischerweise. Das wäre auch eine gute Idee, damit ich dann auch das mit den Tieren dort machen kann. Genau, eine Farm würde ich auch haben. Aber das Ding ist, wir haben nur einen einzigen Wassereimer. Alter, wie kannst du bitte... Hallo? Was soll das? Okay, ich muss auf jeden Fall einen Zaun erstellen, so wie es aussieht. Ja, irgendwie Zäune erstellen sind immer so, ist ein bisschen immer so ein bisschen nervig, finde ich. Weiß auch nicht wieso. Ich mag es nicht wirklich, Zäune zu erstellen. Frag mich nicht, was für ein Phänomen das ist. Warte, kann ich hier nicht einfach Zaun eingeben? Das ist doch bestimmt chilliger, oder? Zaun, hier haben wir es ja. Und jetzt können wir einfach, habe ich jetzt, ach so, ich verstehe. Ich würde gerne das andere, genau, perfekt. Ja, das waren drei Stück. So. Okay, dann machen wir es aber mal, let's go. Ja, 12 ist okay. Ich habe mich verdrückt. Das kommt hier hin. Alter, wir können sogar einen Zaun in die Hand nehmen. Hallo, du bist echt so ein Hartnäckiger, ne? Das ist so ein richtig hartnäckiger Typ irgendwie. Der ist so richtig hartnäckig irgendwie. Das ist echt nervig, aber respektiere ich. Was habe ich getan? Okay, ich habe irgendwas gemacht auf jeden Fall. Ja, das sieht natürlich gerade nicht so geil aus hier, ne? Okay, ich hoffe einfach mal, ihr werdet nicht rausrennen. Würde mir den gefallen. Nicht rausrennen, okay? Und auch nicht rausspringen, bitte. Ich vertraue euch da einfach mal. Das sollte ich nicht tun, ich weiß, aber... Ich mach's einfach mal, okay? Einfach hier bleiben. So, machen wir das zu. Wo ist die Tür? Hallo, nein, nein, nein! Diese eine Kuh, ne? Diese eine Kuh, jedes Mal. Hallo? Du gehst wieder rein, okay? Hast du verstanden? Du gehst wieder rein, let's go. Hier rein. Perfekt. Nein, nicht perfekt. Oh mein Gott, du bist echt hartnäckig. Ich weiß gar nicht, wie ich euch vorpflanzen soll, ihr euch Roten. Braucht ihr Pilze, um fortgepflanzt zu werden? Oder was genau braucht ihr? Das frage ich mich gerade, ehrlich gesagt. So, wir bekommen jetzt auf jeden Fall eine Menge Zäune, langsam aber sicher. Das ist schon mal eine gute Sache, auf jeden Fall. Das mit den Creepern ist auch okay, würde ich sagen. Die zerstören nicht so viel, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß. Habe ich Eisen bekommen eigentlich gerade? Ja, ne? Zwei Eisen. Oh, da ist noch eins. Das nehme ich natürlich gerne mit. Perfekt. Und hier haben wir auch noch Eisen. Das heißt, wir packen das einfach mal rein. Okay, okay. Da haben wir eine Menge Setzlinge. Alter, das ist crazy. Okay, okay, ich sehe dich. Die wollen wir natürlich benutzen. So, hier einer. Habe ich noch mehr? Ja, Birken habe ich, aber okay, meinetwegen. Besser als nichts, richtig? Besser als nichts.
So, das sieht schon mal sehr gut aus hier. Ja, machen wir weiter. Wir wollen nämlich gerne zur nächsten Stufe kommen. Oh, noch mehr. Wir haben mehr Kohle bekommen. Die Kohle kann ich hier rein tun, würde ich sagen. Kohle, genau. Packe ich nochmal hier rein. Das Eisen ist auch fertig. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch eine Eisenschaufel erstellen, weil ich die noch nicht habe. So, da können wir natürlich auch schon anfangen, so ein bisschen... Oh, das war ein aus Versehen. Wir können anfangen, so ein bisschen Rüstung zu erstellen, auf jeden Fall. Das wäre schon mal nicht schlecht. Hey, vielleicht würde uns diese eine Rüstung ja sogar unser Leben retten. Das wissen wir halt noch nicht. Dann können wir das hier ersetzen. Oh, mein... Ich erstecke mich jedes Mal, ne? Hallo? Ach, du attackierst mich nicht, weil es Tag ist, ne? Ich glaube, Spinnen waren doch irgendwie am Tag irgendwie sogar nett oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie das war. Aber ich glaube, irgendwie in dieser Art war das, wenn wir das Spinnen irgendwie nett waren. Okay, let's go. Let's go. Oh mein Gott, das Spiel ist... Also, dieser ist wirklich Genie. Ich habe keine Ahnung, wie niemand davor drauf kam, aber der Typ... Ich glaube, der ist sogar Deutscher, der das gemacht hat. Also, ja, das ist schon ziemlich crazy, diese Map auf jeden Fall. So, was können wir beim nächsten bekommen? Ich meine, wir bekommen ja noch keine Diamanten hier. Es sei denn, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir Diamanten bekommen. Bam. Und nochmal bam. Zwei Schläge mit einer Eisenaxt ist schon sehr, ich würde sagen, sehr, sehr episch auf jeden Fall, okay? Sehr, sehr episch. So, mehr Kohle bekommen wir jetzt auch. Was perfekt ist. Oh, eine Menge Kohle. Das Ding ist, ich habe immer das Gefühl, wir müssen keine Fackel erstellen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich würde gerne mein eigenes Häuschen erstellen. Wisst ihr was? Ich sollte immer meinen Finger, meine Hand auf der Tastatur lassen, weil man wird so ein bisschen faul. Und dann macht man das nicht und dann passiert sowas, wie davor passiert ist. Let's go. Ich liebe Zun. Rote Pilz. Okay, lass mal kurz sehen, ob ihr Pilz wollt. Warte mal, wie machen wir das jetzt? Was brauche ich hier nicht? Nehmen wir das hier weg. So, mögt ihr Pilze? Wollt ihr Pilze haben? Ihr wollt ihr... Oder wie genau... Ja... Wie genau... Oh, das eine Kaninchen ist noch nicht tot. Das ist merkwürdig. Was genau soll ich hier tun? Wie pflanzt man euch fort? Wie normale Kühe wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich wie normale Kühe. Wie viel Erde habe ich eigentlich? So viel. Okay, jetzt kommen wir zu einem Zeitpunkt, wo wir... Ja, zum einen mehr Eisen machen. Jetzt wird es auch wieder dunkel hier auf jeden Fall. Dann werde ich, Theorie, das hier reintun auf jeden Fall. Kohle kann ich hier reintun. Wir brauchen halt ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Ne, das ist das Falsche hier. Dann machen wir das so, so. Wisst ihr was? Ich packe hier auch Erde, obwohl. Ja, ich packe hier einfach Erde rein, ist okay. Kies kommt dann hier rein. Wir brauchen irgendwie mehr Platz, ne? Das ist halt das Ding. Ich hab so viele Sachen, die ich immer nicht brauche, ne? Das ist halt echt crazy. Hier zum Beispiel diese Dinger. Ja, das ist echt absolut crazy. Hier die ganzen Werkzeuge, die ich damals benutzt habe vor ein paar Jahren. Ach ja, nur Loser benutzen eine Steinspitzhacke. Ich habe eine Eisenspitzhacke, okay? Bald habe ich eine Diamantenspitzhacke. Ich bin, hoffe ich. Wahrscheinlich, wenn wir zur nächsten Phase kommen, können wir überhaupt Diamanten bekommen. Okay, man muss hier wirklich dauerhaft, wirklich, man muss wirklich so viel Konzentration haben bei dieser Map, ne? Das ist echt crazy. Weil jederzeit könnte einfach ein Monster spawnen. Und ich habe echt keine Lust drauf. Oh, okay. Kohle. Schlecht, okay. Aber ja, ich werde ab jetzt meine eigenen benutzen. Oh mein Gott, Upgrade. Let's go, let's go, let's go. Wir upgraden, das ist episch. Das ist gerade sehr schön. Okay, dann packe ich das mal hier. Das nehme ich mit und dann packe ich erstmal das hier rein. Habe ich noch ein bisschen mehr Fleisch? Nein, ich meine, ich habe fertig gemacht, das Fleisch, aber kein rohes Fleisch. Okay, dann lass mal sehen. Es sind aber keine Tiere gespawnt bis jetzt, ne? Wie viel Holz habe ich denn? Ich habe, ja, 8 Holz. Ziemlich wenig Holz, brauchen wir mehr Holz. Das steht fest. So, das ist mal sehen, was wir jetzt bekommen können. Jetzt bin ich sehr gespannt. Und zwar können wir jetzt... Was? Icy Tundra. Oh, Icy Hands. Also können wir jetzt Eisehand bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist aber befriedigend. Oh, ups. Das war aus Versehen. Kann ich das... Ja, das geht, aber das ist das Falsche. Ich würde schon gerne Erde verwenden. So, machen wir... Nehmen wir Erde und packen... Genau, perfekt. Jetzt kommen wir zur nächsten Stage, was ziemlich crazy ist. Aber na gut, ich würde sagen, ich werde das Video mal stehen lassen. Wenn ihr noch eine Folge von diesem Projekt sehen wollt, wie gesagt, das konnte man sowieso nicht in einer Folge machen. Aber wenn ihr noch was sehen wollt, dann, ja, liked einfach das Video, dann weiß ich Bescheid. Abonniert kostenlos, aktiviert die Glocke, falls du nicht abonniert hast. Checkt mal Merch in der Beschreibung aus. Da gibt es bestimmt etwas, was dir gefällt. Und bis zum nächsten Video. Bye!